Mahlzeit, herzlich willkommen beim Right Wheel Video Magazin. Wir sind gerade auf der Fête Neu-Neu in Paris, eine Kirmes. Und ich mache mit euch jetzt einen Rundgang über die Kirmes, zeige euch alles, erzähle euch das kurz, was ich so sehe. Indoor-Kinderspielplatz, Dingsbums, Trampoline, Karussell mit Künstlern davor, die einen hier am Lackieren sind. Also die malen das Karussell, wir sind ja auch in Frankreich. Dann, freier Fall, Freefall, mit drei verschiedenen Höhen, wo ihr in ein Luftkissen springen könnt, wenn es dann aufgeblasen ist. Große Kanufahrt für Kiddies, finde ich irgendwie voll cool. Auch mit dem Bambus einfach über den Auflieger. Aber nice, also nimmt auf jeden Fall unfassbar viel Platz weg, ist aber für Kids, glaube ich, ziemlich nice. Das wiederum nicht. Das ist auf jeden Fall mal die hässlichste Autofahrt, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Riesenrad. Buden. Bad Trip. Theming finde ich eigentlich ganz cool. Also Tattoo-Style halt, ne? Einmal alles aus den Magazinen genommen. Und ich glaube, Birnen waren im Angebot. Alter, was ist denn falsch mit denen? Oder dann noch mehr große Birnen dran. Sieht mir schwer nach Arcade aus. Und noch ein paar Buden. Da kommt schon der Grund unseres Besuchs, beziehungsweise meines Besuches. Zwar ein Wurm. Ja, es ist ein Graus mit diesen Dingern. Und wenn ihr beim Red Rue Quiz mal mitmachen wollt, da, La Bombe. Damit gewinnt ihr immer, wenn ihr einen Wurm seht. Ja, hässlich wie die Nacht, wie immer. Angefressener Apfel. Aber kein großer Apfel hinten. Da steht noch eine große Achterbahn und ein Rabe, der gerade irgendwas klaut. Und die bin ich aber schon gefahren. Das ist Taxi Driver. Ist so ein Venfari Wildcat, glaube ich. Aber das ist wahrscheinlich wieder falsch gesagt. Auch hier wird ein Karussell gemalt. Eine Kinderschleife, die sich hier befindet. Ja, Autoscooter geparkt, wie man das in Frankreich so macht, alle so in der Reihe. In Deutschland werden sie halt anders geparkt. Dann wird wieder gemalt. Und hier haben wir ein weiteres Geschäft. Und zwar, ihr habt hier diese langen Arme. Und dann dreht sich das Ganze auch noch. Und die Gondeln gehen dann so hoch, denke ich jetzt mal. Geiler alter Renault Magnum als Zugmaschine. Und der Auflieger zeigt die Rückwand, die Deko. Und ein großes Funhouse Crazy Space. Oh mein Gott, ist das crazy mit zwei Rutschen und so viel crazy Kram. Kunst. Showbühne in unfassbar hässlich. Alter, was ist denn mit denen falsch? Oh. Kinderkettenflieger. Trampoline? Wie witzig sind die denn? Das hat Disney bestimmt verifiziert, dass das okay ist. Flume Ride mit zwei Drops. Krass. Groß. Gerade durch. Gut positioniert Scheibenwischer, meiner Meinung nach. Kann man mal gut da machen. Und da in die Ecke geknallt noch eine Riesenrutsche und ein Hüpfbogenland. Oh mein Gott, mit gruseligen Mülleimern. Creepy as fuck. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas kommt. X-Factor. Habe ich irgendwie schon mal gesehen, das Ding, glaube ich. Aber gut, Frankreich, ne? Ist jetzt nicht die erste Kirmes in Frankreich. Die Sonne. Autoscooter komplett zugeparkt mit unterschiedlichsten Chasen, auch so Motorräder. Das ist in Frankreich und Belgien ja auch öfter so. Und wieder ein Haufen Künstler, die hier einen am Malen sind. Ja, das ist ein Kinderautoscooter, ein riesiger Kinderautoscooter. Hier geht's jetzt auch gleich los beim Colin Pusher. Wellenflieger. Wie groß so ein Wellenflieger aussehen kann. Irgendwie wirkt er gerade riesig auf mich. Und eine kleine Schiffsschaukel. Na, da ist ja auch wieder lizenztechnisch alles rausgeholt worden beim Pirate Jungle, der auch Pirates of the Caribbean vorne drauf hat. Mann. Und man könnte meinen, es ist eine Geisterbahn, weil es so viel Blindfront ist, aber es ist eine Kletterwand.
Und ich weiß nicht, also 5 Euro fürs Hochklettern finde ich jetzt keinen Preis, den man so groß da dran schreiben müsste. Das, was jetzt hier kommt, das habt ihr auch schon mal bei uns in Videos gesehen. Und zwar so eine Go-Kart-Bahn. Und die, erstmal finde ich es geil, dass hier auf der Kasse hier, Alter, was ist das denn für ein Monstergerät? Hier wird richtig Gas gegeben, wird richtig durchgebrackert und da hat es auch schon den ein oder anderen Unfall gegeben, als wir daneben standen. Er fängt einfach schon mal eine halbe Stunde früher an, Lose zu verkaufen. Ach ne, hier mit den Kugeln werfen. Jo, Kart. Schöne Suppenschüssel. Jetzt immer ein bisschen durch die Gegend schlüpfen lassen. Finde ich aber witzig. Ist aber auch so eine Sache, die musst du in einer Gruppe machen. Dann ist es halt eine Mordsgaudi. Geil ist auf jeden Fall auch, dass er da oben dick erstmal die Nebelmaschine hängen hat. Und sonst nur Halogenstrahler. Hä? Ach, und 2 Flammenwerfer, natürlich. Das braucht man immer, das stimmt wohl. So, vielleicht kommen auch hier ein bisschen die Breakdance-Freunde auf ihre Kosten. Ist hier aber ein bisschen anders, der Breakdance, als man den bei uns kennt. Den gab es auch schon mal in dem Video zu Paris bei uns zu sehen. Und was hier auch wieder so an Effekten hängt, ist auf jeden Fall strange. Also, was ist das? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Diese Moonflower, die kennt man, das ist keins Neuheit. Stimmt aber. Das lügt. Nouveauté. Das ist gelogen. Nein. Und eine Jaesterbahn. Ich glaube, die fahre ich dann auch noch. Das gönnen wir uns dann heute. Was ist denn hier? Spiegelkabinett mit... Ja, ich hasse Spiegel. Ich hasse Spiegelkabinette. Glaslabyrinth. Meine ich ja. Die kennen wir noch nicht. Nee, sieht auf jeden Fall richtig scheiße aus. Ja, wie alle. Ja, hier ist der Taxi-Driver. Boah. Sowas feiere ich halt immer noch ab. Ne? Das ist hier in Frankreich ja auch gang und gäbe, diese Kinderschleifen. Finde ich immer noch richtig cool. Vor allem hat die unterschiedliche Strecken. Was ist denn das? Da ist eine Weiche und dann ist da nochmal eine Weiche. Da kommst du dann zusammen, aber da ist eine Weiche quasi. Tschüss. So geil, ne? Fahren alle Renault Magnum. Da ist ein Dürmchen. Und hier ist auch ein Dürmchen. Da geht's aber dann schnell runter. Klassiker. Ja, ne, sowas, das riecht ja immer gut, aber das ist nicht vertrauenserweckend. Und der blast doch extra den Geruch in die Leute rein, damit man riecht, wie gut es denn, dass man das haben will. Ja. Und das Cinema King, ich kegel, Alter. Ach, day. Hammer. Wahnsinn. Vor allem, wenn ihr da hier lang lauft, blind. Und das Highlight, das Puppentheater für Kinder. Und das ist halt so klein hier unten drin. Also die Plätze, wie cool. Joystick.
gar nicht mehr so tief, der Sprung mit dem Riesenkissen. Ist das nicht schön, wenn die Leute noch kein Kleingeld in der Kasse haben, gegenüber wechseln gehen, sich dann eine Maske aufziehen und drin stehen und dich erschrecken wollen? Eieieiei. Der Rest spricht für sich. Aber ne, pro Geisterbahn, das muss alles mal gefahren werden, damit man auch besser drüber lachen kann.